So, willkommen zurück. Wir machen nächste Aufgabe. Füge Gegnern Schaden bei einem Wikinger auf einem Berg zu. Das werden wir definitiv mal in Arena machen. Nur um euch mal gerade zu zeigen, welcher Berg da gemeint ist. Zack. Warum ist hier Trio als erstes? So. Jetzt aber. So, ganz schnell in die Gruppe. Und wie ihr seht, wir haben die 30 Abonnenten geknackt. Erstmal danke dafür. Und die dritte Zahl ist da. Es ist eine 9. Und wie gesagt, unter dem Video ist jetzt auch der PaySafe-Link verlinkt, wo ihr eure Zahl ausprobieren könnt. Und die Erklärung dazu ist auch dabei. Also ganz easy. Und wie gesagt, Ladebildschirm ist Abonnierzeit und Likezeit und Kommentierzeit. Also, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, gerne rein in die Kommentare. Wie gesagt, ich guck gerade, dass ich die 3 Kills da hinkrieg. Mit meinen Mega-Skills. Jo. Ich war schon zweimal da, aber da war kein Gegner. Zweimal die Aufgabe gestern schon probiert, wo ich kurz Zeit hatte und es war einfach niemand da. Jetzt ist die Flugroute eigentlich, obwohl doch, die Leute wollen ziemlich spät. Jetzt könnten eigentlich viele landen. Aber es könnten auch viele jetzt die Wüstenkills probieren. Das ist natürlich auch möglich. Aber wir mal probieren jetzt erstmal Wikingerdorf. Ganz entspannt. Und springen viele aus. Das geht eigentlich. Es fliegen doch einige darunter. So. Irgendwie macht hier keiner die Biege nach da. Schauen wir einfach mal. Wikingerdorf bin ich eigentlich noch nie gelandet. Ganz ehrlich, hat mich irgendwie nie gereizt. Ich weiß nur, dass man vorne am Schiff runterfallen kann. Das weiß ich. Wenn man sich nämlich da vorne die Schnauze abhaut an dem Schiff, dann war es das nämlich. Okay, wir sind schon mal definitiv nicht alleine. Ist ein bisschen niedrig. Oder weiß er mehr als ich? So, da ist schon mal der erste Kill. Da ist der zweite Kill. Dann müsste ich eigentlich den Schaden schon. Ja. Also, 2 Kills hat man den gerade. Hallo, genug Eishüse. Also, wie ihr gesehen habt, eigentlich ganz entspannt. Gucken, ob ich die 5. Das war der dritte Kill. Ich würde sagen, die Runde läuft mal ganz gut. Ich jetzt noch ein bisschen Blue Life finde. Ja, hä? Wieso war da eigentlich keine Pump? Ach, der hat die gehabt. Ja, die mag ich ja überhaupt nicht. Weil wie ihr gesehen habt, er hat mich eigentlich so oft getroffen, aber so gut wie keinen Schaden gemacht. Ah, hier hat er schon alles weggeräumt. Und ich habe noch groß gesagt, wo das Video losging. Wir machen jetzt mal 3 Kills. Dabei brauche ich ja nur 200 Schaden. Wir brauchen ja 5 Kills mit der Schrotflinte. Aber kein Blue Life. Hier ist eine Falle.
Ach, da kommen ja schon die nächste Arena. Da werden die Gegner ja besser. So, hier dürfte eigentlich jetzt nichts mehr großartig sein. Ah, doch, eine Kiste ist hier noch. Die ist da. Kann man Headset lauter machen? So. Weil der Controller hat nämlich vibriert, aber ich weiß jetzt nicht, ob das noch wegen der Kiste war. Oder weil hier einer ist. Warte mal, hier waren wir doch schon. Ah, ne, bestimmt wegen der Kiste. So, vom Loot sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Gerade mal ordentlich hier hochbauen. Ist hier noch eine? Ja, da. Jetzt ein bisschen Blue Life. Machen wir das mal so. Ha, oder? Nee. Obwohl, warte mal. Ich spiele doch eh nichts anderes, Idiot. Eieiei. So, hier war der andere eben schon. Jetzt vom Berg runterfallen wäre klassisch für mich. Aber mit 3 Kills bin ich eigentlich schon zufrieden. Für meine Verhältnisse, meine Skills. Ich bin schon langsam voll auf Wer rettet die Welt-Modus. Immer die Kisten aufmachen. Hinten wurde gebaut. So, die 60 Punkte haben wir auch. Vielleicht ist noch ein Riss da. Die Frage ist nur, wo fliege ich dann hin? Ich meine, erstmal sind wir, denke ich mal, sicher in der Zone. Die Frage ist halt nur, kommt noch einer von hinten? Die Flugroute war so. Na, ja, von Frosty könnten echt noch ein paar kommen. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Riss in der Nähe. Könnten natürlich auch versuchen, in die Wüste zu kommen und da schon mal 1, 2 Kills machen. Also gut, die Risse auch sind, ich finde es immer zu laut, wenn du in der Nähe bist. Du hörst halt keinen, der sich annähert. Sache gerade erstmal sicher hier hochbauen. Jetzt werden ja viele sagen, was für eine Verschwendung. Und dann noch außerhalb der Zone. Das war es ja komplett. So. Erstmal gucken, ob hier einer kommt. Hier unten im Tal eigentlich nicht. So, wo geht die Zone hin? Ah, doch, Richtung Wüste. Deshalb bin ich in der Nähe von den Rissen geblieben. Ja, laufen wir eigentlich sinnvoller mit der Zone, weil so überfliegt man jetzt keinen. Und kann so von hinten nicht weggenommen werden.
Eine Minute 30. Ja, so hoch sind die Riffs nicht. Hat auch eigentlich. Ja, ich würde gerne das Haus noch looten. Ich liebe diese goldene Lackierung, gell? Die ist so schön. Vielleicht finden wir noch einen Biggie. Natürlich nicht. Ja, die Top 15 sind wohl auch drin diesmal. Mal wieder. Ich warte extra noch ein bisschen. Ja, Top 15. Bam, 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 bam. Aber hier kommt wohl keiner mehr. So, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass unter uns einer ist und der kommt halt dann wirklich hinterher gerannt. Auf dem Berg hat sich auch keiner hochgebaut. Die Kiste ist auch noch da. Ah, schmeckt. Kann man immer gebrauchen. Also Bauskills dürfte ich schon mal keiner erwarten, also das ist jetzt schon. Her kann ich mich ja jetzt echt nicht beschweren. Gucken, ob hier nicht noch irgendeiner nachkommt. Ah, da ist einer am Rennen, aber den lasse ich mal. So, Top 10 sind wir. Halt wieder so verlockend, den von hinten dann einfach anzugreifen, fertig. Eigentlich muss es ja machen, ne? Ich schleiche mich jetzt an den ran. Ich wette, es geht in die Hose. Meistens, wenn ich den Gegner so lange sehe, geht es in die Hose. Hat er jetzt geschossen, weil er aus Versehen geschossen hat oder weil er ein Gegner war? Die Frage ist auch, wo ist er jetzt hin?
hab das Gebaute neben der Scheune gesehen. Das haben wir uns schon mal mitgeholt. Ich überlege, ins Haus zu gehen, aber wenn es Kämpfen ist. Hier war auch schon einer. Safe auf dem Dach. Was halt denn, ob ich hochgehen soll? Oh Gott. Treppe muss ich weg, Mann. Sicher ist das Haus ja nicht schlecht. Da ist er. Oh, ich hasse es, wenn die Letzten kommen. Falle gesehen, gerade auf eingeschossen. Hallo? Ja, hier ist alles so offen. Gut, hier gehe ich mir jetzt aus. Aber auch keine Ecke sicher, gell? Also ein bisschen was will ich ja schon sehen. Ja, hat er jetzt einfach nur da reingehämmert, weil er das Gebaute gesehen hat, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich will auch jetzt nicht den Kopf da oben rausstrecken. Genau deshalb. Da ist nur einer, der bault. Nein. Nein, wir müssen Moon. Top 5. Jetzt muss ich doch mal gucken, wie die anderen alle sind. Er baut sich da hoch. Das wird, ja, das ist definitiv der nächste Zonenrand. Das heißt, wenn ich da hingehe, sieht er mich definitiv. Er hat schon für die Baba-Position geholt. Es wird nicht einfach. Vor allem, es leben noch vier andere, also drei Stück rennen noch irgendwo rum.
Ich muss safe nochmal runterkommen. Vielleicht kriegen von hinten weggeholt. Großer. Das war der. Nein! Ja, Bob, der Baumeister. Da sah ich einfach, bin ich leider zu schlecht für. Mal gucken, ob er den Sieg holt. Ach, das war noch wahrscheinlich noch nicht mal der. Guck, wie das endet. Aber mit 4 Kills bin ich vollkommen zufrieden. Schöner Dreierkampf. Zack, weg ist er. Raffiniert gemacht. Ach, wohin? Und der andere darf schon mal keinen Zonen hören. Toll. Darf man hier nicht mehr zugucken bis zum Ende? Junge, Junge, Junge. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte schön zeigen, wo das Wikingerdorf ist, wie man den Schaden macht. Also es müssen keine Kills sein, aber 200 Schaden definitiv machen. Oh, wie schön. Also einfach 200 Schaden machen. Hier steht es ja nochmal, für Gegner Schaden zu bei einem Wikingerdorf auf einem Berg. Ich denke mal, so könnt ihr es easy machen. Also da würde ich echt Arena nehmen, Solo. Irgendwie sowas würde ich nehmen, weil da landen eigentlich immer ein, zwei, die die Aufgabe noch nicht gemacht haben, so wie ich halt jetzt. Und da dürfte es eigentlich kein Problem sein. Und wie gesagt, danke nochmal für die 30 Abonnenten. Wie gesagt, die vierte Zahl gibt es dann, wenn es 40 Abonnenten sind. In dem Sinne, hoffe ich, ich konnte euch helfen. Lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Haut rein.